Hallo und herzlich willkommen zu unserem Abschlussinterview über die Change-Prozesse im Soziokart-Change-Prozess. Mein Hallo. Name ist Daniela Koss. Ich bin hier in der Stiftung Niedersachsen zuständig für Theater und Soziokultur und leite das Soziokart-Change-Programm. Heute ist der 27. Januar. Wir befinden uns mitten im Shutdown und deshalb freue ich mich ganz besonders, heute hier über Zoom Thelke Reeg aus Göttingen vom Lumière begrüßen zu dürfen. Frau Reeg, bitte stellen Sie sich einmal kurz vor und auch Ihre Institution. Ja, hallo Frau Koss. Mein Name ist Thelke Reeg. Ich komme von der Film- und Kinoinitiative in Göttingen. Wir betreiben inzwischen zwei Kinos, das Lumière und das Méliès, wobei das kommunale unterstützte Kinos sind und wir machen sehr viele auch soziokulturelle Veranstaltungen, also mit Gruppierungen hier in Göttingen, mit politischen Initiativen, sei es jetzt irgendwie ja, zur Umwelt oder Menschenrechte oder so etwas. Das heißt, irgendwie, wir sind nicht nur im Kino, sondern wir sind eben auch im Veranstaltungszentrum. Genau, und Sie haben sich im Soziokart-Change-Prozess damals beworben. Skizzieren Sie uns doch einmal, mit welchen Themen, mit welchen Herausforderungen Sie überhaupt in den Prozess gegangen sind. Was waren Ihre Themen damals? Ja, wie bei vielen Kulturzentren war auch bei uns irgendwie ein Wechsel in der Geschäftsführung, deswegen ja auch dieses Soziokart-Change. Ich habe damals Willi Arnold abgelöst, irgendwie den langjährigen, 35 Jahre langen Geschäftsführer irgendwie der Film- und Kinoinitiative. Das war schon mal Punkt 1, dass natürlich nach so vielen Jahren irgendwie so ein Wechselprozess da war. Aber es war auch nochmal besonders, weil Willi Arnold hatte noch sozusagen eingeleitet, dass wir eine zweite Spielstätte aufmachen. Das hat sich hier in Göttingen ergeben, das ist nochmal so eine extra Geschichte. Aber wir hatten halt die Möglichkeit, in der ehemaligen Baptistenkirche eine zweite Spielstätte zu eröffnen. Das gab natürlich irgendwie den Anlass und die Möglichkeit für vielerlei Veränderungen. Einmal das Konzept zu überdenken, gerade wenn man zwei Spielstätten hat, sich nochmal neu aufzustellen, aber insgesamt auch den ganzen gesamten Auftritt. Also das heißt irgendwie unsere Website zu erneuern, unser Programmheft zu erneuern, wie gesagt auch inhaltlich irgendwie zu schauen, irgendwie ob wir uns anders ausrichten mit zwei Spielstätten. Das bedeutete natürlich irgendwie, wir mussten auch Leitbilder entwerfen, neue Konzepte entwerfen, das Ganze irgendwie in ein neues Logo packen, in ein neues Programmheft, einen neuen Auftritt auf der Website. Wir hatten auch Nachholbedarf in Form von Digitalisierung, sowohl was das Ticketing anbelangte, als auch irgendwie die Bürokommunikation insgesamt. Und ja, also es war einfach ein weites Feld, in dem wir uns eben gerade durch den Anlass auch irgendwie einer zweiten Spielstätte dann bewegen konnten. Nicht zuletzt mussten wir natürlich auch Gelder akquirieren für den Aufbau irgendwie dieser zweiten Spielstätte und versuchen eben auch Menschen mitzunehmen, sei es jetzt in ehrenamtlicher Form oder eben auch überhaupt im Engagement für die zweite Spielstätte. Genau, das Change Management zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es in der Regel ein strategisches Vorgehen ist. Können Sie noch mal skizzieren, welche Ziele Sie sich besonders für diesen Prozess gesetzt haben? Natürlich neben dem Generationenwechsel zu gestalten. Ja, ich hatte das ja eben schon kurz gesagt, also unser Leitbild einfach nochmal auch neu zu formulieren. Das war zwar Jahrzehnte vorher auch schon gemacht worden, aber da dann eben auch den gesamten Verein mitzunehmen. Die Film- und Kinoinitiative ist ein gemeinnütziger Verein, der eben diese beiden Spielstätten inzwischen betreibt. Das bedeutet natürlich irgendwie den ganzen Verein, auch die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen. Letztendlich waren natürlich die Ziele, sich auch ja, zeitgemäß aufzustellen. Also ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, auch was Digitalisierung, was Ticketing anbelangt, dass es eben einen Online-Kauf gibt, dass es eine Online-Möglichkeit gibt, dass man auf der Website eben auch vielleicht Trailer sehen kann. Also das heißt, irgendwie den ganzen Auftritt auch irgendwie zeitgemäßer zu machen. Und ja, das waren so Ziele, die natürlich alle auch im Zusammenhang standen mit der zweiten Spielstätte, die natürlich einen ordentlichen Anstoß da gegeben hat. Also im Prinzip alles das, was ich an Change-Prozessen oder an Themen hatte, irgendwie waren natürlich auch unsere Ziele, das zu erreichen. Sie sind dann sehr rasant gestartet. Das sind ja sehr, sehr viele Punkte und Herausforderungen, die Sie sich da vorgenommen haben, haben aber eigentlich dann gleich Vollgas gegeben, so wie ich das erlebt habe. Wie haben Sie den Prozess erlebt? Was ist passiert? Also in Bezug auf Generationenwechsel, auf Digitalisierung, auf Social Media und natürlich wurde die neue Spielstätte eröffnet.
Ja, also wir sind rasant gestartet. Wir haben auch rasant weitergemacht, also weil wir tatsächlich irgendwie all diese Punkte durchgezogen haben. Also es ist gar nicht zu formulieren. Das war natürlich irgendwie jede Menge, aber auch da muss man sagen, einfach durch diesen äußeren Anlass, nämlich dass es einfach ein Bauvorhaben gab, dass es irgendwie eben Bauarbeiten gab für diese zweite Spielstätte, war natürlich auch immer die Notwendigkeit da. Also das heißt irgendwie, wir hatten auch immer einen gewissen Antrieb von hinten. Also es saß uns immer was im Nacken, nämlich irgendwie diese zweite Spielstätte, um diese Dinge dann eben auch durchzuziehen. Ich muss auch sagen, dass auch Willi Arnold, mein Vorgänger, sich da noch sehr irgendwie engagiert hat. Also er hat mehr oder weniger die Bauleitung da aufgenommen, sonst wäre das mit Sicherheit irgendwie sehr, sehr schwer verlaufen, irgendwie all diese Dinge, also sich neu einzuarbeiten, eben für mich in dieses Arbeitsfeld und dann gleichzeitig auch noch Bauleitung und inhaltliche Konzeption zu machen. Das wäre ein bisschen viel geworden. Aber so muss man sagen, also wir haben das sehr gut hingekriegt, eben auch aufgrund einfach eines tollen Teams, das muss man so sagen. Also es sind tatsächlich alle mitgezogen. Es gab natürlich immer wieder Stolpersteine und Schwierigkeiten. Gerade in einem Verein gibt es viel Diskussionsbedarf, was irgendwie neue Sachen anbelangt. Aber also ich bin immer noch begeistert und erstaunt, mit welchem Tempo wir da durchgegangen sind und dass wir tatsächlich auch letztendlich irgendwie all diese Dinge umsetzen konnten. Das heißt tatsächlich, die Spielstätte wurde eröffnet. Sie sind heute digitaler unterwegs und haben einen neuen Social-Media-Auftritt. Genau, also ja, so sieht's aus. So, ja, es ist tatsächlich so, ich meine, wir wollten eigentlich im April letzten Jahres die zweite Spielstätte eröffnen. Das ging dann nicht wegen des ersten Lockdowns. Das war natürlich irgendwie ein großer Frust erstmal, irgendwie, weil wir eben tatsächlich dann bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich irgendwie alles in die Wege geleitet hatten, eben wirklich alles umgestellt hatten. Ja, dann war auf einmal nichts. Also das war irgendwie ein bisschen schwierig. Also das sagen wir mal psychisch so, das war mit 180 Sachen, also wir waren 14 Tage vor der Eröffnung. Wir hatten das Programmheft gedruckt, wir hatten die Eröffnungsfeier irgendwie geplant und die Einladungen rausgeschickt und alles und dann auf einmal mit 180 Sachen sozusagen irgendwie auf Null, war ein bisschen schwierig. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir dann tatsächlich schon alles, was uns nachher im Lockdown selber natürlich auch zugute gekommen ist. Also einfach diese neue, den neuen Auftritt zu haben, auch alles digitalisiert zu haben, hat uns nachher dann auch sehr geholfen, irgendwie, als wir dann wieder aufmachen durften, weil es da natürlich auch bestimmte Bedingungen gab, die einfach ohne dieses digitale System und ohne auch den Social-Media-Auftritt so in der Form nicht funktioniert hätten. Sie sagten vorhin, es gab auch Schwierigkeiten, Stolpersteine und Hürden. Können Sie uns noch mal ein, zwei Beispiele geben, was so zwischendurch passiert ist? Meistens laufen solche Prozesse ja nicht ganz reibungslos ab. Ja, das stimmt, wobei ich da auch noch mal sagen muss, also wir haben da wirklich ein gutes Team, sodass es da, sagen wir mal, keine persönlichen Eitelkeiten gab, wo es dann irgendwie schwierig wurde. Das ist ja auch häufig so, dass vielleicht irgendwie der Vorgänger nicht loslassen kann oder ja, dass es irgendwie sozusagen so alte Funde gibt, wo man sagt, irgendwie da bestehen jetzt die Leute drauf, das soll so bleiben. Nein, es war tatsächlich irgendwie ein Diskussionsprozess innerhalb des Vereins. Und das war natürlich dann auch immer mal schwierig. Also weil irgendwie einen ganzen Verein mitzunehmen und viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen, das ist nicht immer so einfach gewesen. Ich kann jetzt tatsächlich gar nicht so richtig was rausheben, weil wir Diskussionen hatten natürlich, was Inhaltliches anbelangt. Wir haben aber auch mit der Unterstützung der LAX, der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur, die jetzt einen neuen Namen hat, den ich mir immer noch nicht merken kann. Landesverband Soziokultur. Danke. die haben ja auch Beraterinnen und die haben uns auch sehr geholfen, dann eben auch Gespräche zu moderieren. Also gerade, wo es eben dann auch um das neue Leitbild ging und das Selbstbild ging, weil wir dann eben alle Mitarbeiterinnen mitnehmen wollten und alle eben Vereinsmitglieder mitnehmen wollten. Und ja, die Diskussionen waren halt manchmal ein bisschen zäh. Also Stolpersteine gab es dann vor allen Dingen eigentlich technischer Art in Form von der Digitalisierung. Wie setzt man das um? Dann klappen irgendwelche Router nicht, dann geben irgendwelche Anschlüsse gar nicht so richtig. Dann, also so etwas ist immer so ein bisschen schwierig, dass auch irgendwie unsere Mitarbeiterin an der Kasse nicht unbedingt mit dem digitalen neuen Kassensystem klarkommen. Das haben wir dann nochmal gewechselt. Also wir sind dann tatsächlich nochmal zu einem anderen
technischen System übergegangen, weil eben das erste anscheinend nicht die Bedürfnisse so erfüllt hat. Also das waren dann so Schwierigkeiten, dass man nochmal umschwenkt, obwohl man denkt, jetzt ist alles fertig und dann fängt man doch nochmal von vorne an, auch mit neuer Technik. Und ja, das war nicht immer so ganz einfach, aber ich muss sagen, also das Team hat einfach mitgezogen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass es Diskussionen gab, ja, und dass wir uns dann auch immer eigentlich auf was verständigen konnten. Ja, das ist wunderbar. Ich glaube, das ist auch immer das Wichtigste, dass alle gemeinsam im Boot sitzen und letztendlich auch die Prozesse gemeinsam gestalten. Mich würde noch interessieren, gab es bis jetzt auch schon von außen Reaktionen? Also wurde wahrgenommen, dass Sie einen neuen Außenauftritt haben und wie ist die neue Spielstätte angekommen? Ja, das wurde wahrgenommen. Also das wurde auch sehr positiv wahrgenommen, eben der neue Auftritt. Also sowohl die Internetseite, weil man muss sagen, wir hatten vorher wirklich eine sehr statische Internetseite. Jetzt die Facebook- und Instagram-Accounts, die wir da haben, die werden auch irgendwie gut genutzt. Also auch das ist etwas, wo wir nach außen kommunizieren. Wir haben auch einen Newsletter. Den Newsletter hatten wir schon länger. Aber da haben wir eben auch gute Rückmeldungen bekommen einfach. Also sowohl was das Optische anbelangt, als auch die Handhabung anbelangt, haben wir sehr positive Rückmeldungen bekommen. Also da kam nie von irgendeiner Seite was, ich will das Alte wieder haben oder so, sondern irgendwie das war wirklich, nein, ich finde auch, es ist sehr übersichtlich gestaltet, es ist irgendwie gut handhabbar, so wie wir den Außenauftritt jetzt haben. Und ja, die zweite Spielstätte, das ist in der ehemaligen Kirche, von daher hat das natürlich sowieso eine ganz besondere Atmosphäre. Ich finde auch, dass es wirklich traumschön geworden ist. Es hat so ein bisschen den Charakter eines Theaters, also weil wir auch eine Empore haben, eben von der ehemaligen Kirche noch erhalten. Da ist mit wirklich viel Aufwand eben auch der Charakter eigentlich des ehemaligen Kirchensaals erhalten geblieben, wobei man sich jetzt keine bombastische Kirche darunter vorstellen muss, sondern es war ein kleiner Raum, also die Baptisten sind ja auch eher in ihrer, sagen wir mal, Dekoration nicht gerade katholisch pompös, sondern eben tatsächlich eher so ein bisschen schlicht und genau den Charakter haben wir auch erhalten. Aber dann eben mit wirklich schönem Sitzen und Vorhang und so etwas hat das ein bisschen was von einem Theater da drin. Und wir haben wahnsinnigen Zuspruch bekommen von vornherein schon, also wo man gemerkt hat, irgendwie Göttingen wartet eigentlich auf ein zweites Kino. Wir haben zwar hier ein Cinemax, aber eben ein zweites Programmkino, ein zweites Kino, wo eben nicht nur Mainstream läuft. Wir haben alleine irgendwie 80.000 Euro an Spenden bekommen, also eben für die Bauarbeiten. Und ich finde, das zeigt schon irgendwie, wie groß das Engagement auch eben war in der Göttinger Bevölkerung, dieses zweite Kino zu unterstützen. Und dementsprechend war natürlich auch die Neugier groß und irgendwie die Begeisterung groß, dann in das Kino zu gehen. Das war dann, als wir endlich eröffnen konnten im September. Also wir haben das dann nicht im Juli oder August gemacht, weil irgendwie das nicht unbedingt die Monate sind für Kino, sondern haben dann gesagt, dann machen wir es im September. Hatten natürlich auch gehofft, dass dann die Abstandsregelungen vielleicht schon ein bisschen weniger stark sind. Aber es war dann tatsächlich so, dass wir statt 105 Sitzplätzen, die wir da in diesem Kino haben, dann nur 35 maximal verkaufen konnten. Und das war natürlich sowohl für die Göttinger, die neugierig auf das Kino waren, als auch für uns bedauerlich. Also weil ging eben einfach nicht anders. Ja, ist schwierig, die Situation. Wie würden Sie jetzt nach dieser dann doch etwas längeren Phase, die dieser Change-Prozess gedauert hat, was für ein Fazit würden Sie da zu dem Prozess ziehen? Also für uns war das großartig, weil gerade eben auch tatsächlich durch die Beratung, die wir da hatten und dadurch, dass eben auch wir haben eben auch unsere Buchhaltung unter anderem umgestellt auf digital, also das war vorher eben auch per Hand. Wir haben also sehr viel eben auch digitalisiert, wir konnten uns da Beratung holen, wir konnten uns für die Website, für den Auftritt eben Beratung holen, das sind alles Dinge, die natürlich irgendwie normalerweise schwer zu finanzieren, schwer durchzusetzen sind. Ohne diese Beratung wäre das mit Sicherheit nicht so zügig gegangen, also ganz klar nicht, weil wir eben bei allen Themen, die wir hatten, dann eben auch immer eine Moderation und eine Beratung von außen ranholen konnten. Also wir haben natürlich auch eine Teamentwicklung gemacht, also um diesen Change-Prozess die ganze Zeit eben zu begleiten.
Das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass es eben jetzt nicht so große Hürden und nicht so große Stolpersteine gab, sondern dass wir uns im Team eben auch gut darüber verständigen konnten. Und ja, das war einfach, das war super. Also das war wirklich irgendwie toll und absolut hilfreich. Gerade auch, klar, wir hatten jetzt den Antrieb irgendwie durch die zweite Spielstätte, aber gerade auch, wenn man in so einem Change-Prozess drin ist, worauf man sich beworben hat, der auch einen gewissen Zeitlauf hat oder so, ist das ja auch immer nochmal gut, weil das im Rahmen steckt. Ein Rahmen steckt irgendwie für die Entwicklung, ein Rahmen steckt irgendwie für das, was man erreichen will, dass man die eigenen Ziele immer wieder überprüft und dass man eben ganz klar konkrete Beratung hat, aber eben auch finanzielle Unterstützung. Also ich glaube nicht, dass wir ohne dieses Projekt so weit gekommen wären, ganz ehrlich. Ja, schön, das freut mich natürlich sehr. Und wir haben jetzt natürlich im Moment durch Corona auch eine ganz besondere Situation. Deshalb würde ich Sie abschließend noch einmal fragen, wie ist Ihr aktueller Stand? Wie sind Sie durch diese bis jetzt doch schon schwierige Zeit gekommen? Ja, also ich glaube auch da, wie so vielen, es stellt sich allmählich so eine gewisse Frustration und Müdigkeit auch ein, was das anbelangt. Und wie der erste Lockdown war, eben mit der Eröffnungsverschiebung und so etwas, war schwierig. Aber da hat man immer noch auf den Sommer gehofft. Wir haben dann eben auch, wir haben sehr schnell irgendwie gemeinsam mit der Göttinger Sport- und Freizeit GmbH hier auch ein Autokino gemacht, einfach um präsent zu sein, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eben um präsent zu sein. Haben dann im Sommer Open Air gemacht, Open Air Kino. Das machen wir jedes Jahr, aber dieses Jahr dann eben nochmal unter erschwerten Bedingungen. Auch da, wenn wir die digitale Kasse nicht gehabt hätten, hätten wir es nicht durchführen können. Also dadurch, dass wir schon digitalisiert waren, ging das dann. Und wie gesagt, beim ersten Lockdown haben wir noch geplant und irgendwie überlegt und irgendwie gemacht und getan. Und jetzt der zweite im November, der fühlt sich irgendwie noch mal schlimmer an. Also das ist irgendwie auf eine Art und Weise, es zieht einem so ein bisschen den Stöpsel, muss man sagen. Bei den Hilfsprogrammen, dadurch, dass wir auch kommunal unterstützt werden, fallen wir bei einigen Sachen raus. Wir können uns natürlich freuen, dass wir eine kommunale Unterstützung haben. Das ist gar nicht der Punkt. Aber bedeutet eben auch, dass wir nicht unbedingt alle Überbrückungs- oder Hilfsprogramme irgendwie in Frage kommen. Das macht es finanziell gerade recht schwierig, zumal wir auch eben jetzt, nachdem wir einmal so erfolgreich gebaut haben, auch das Lumière, das irgendwie 86 eröffnet wurde, auch das ist sanierungsbedürftig. Wir haben den Sommer auch genutzt, um da dann eben die sanitären Anlagen zu renovieren, wirklich zu überarbeiten und wollen eben auch im Saal und in der Technik noch einiges machen. Und dafür hatten wir Rücklagen gebildet, die jetzt natürlich irgendwie langsam auch zusammenschmelzen. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen so eine schwierige Situation. Wir gehen davon aus, dass irgendwie kulturelle Veranstaltungen nicht vor Ostern möglich sind. Dann kommt eben für Kinos der nicht so, sagen wir, wirtschaftlich lohnende Sommer. Das heißt, wir müssen einfach sehen, wie wir bis Herbst durchkommen, und das ist natürlich schon eine belastende Situation. Also, dass man nicht so genau weiß. Also, wir müssen kürzen, wir müssen gucken. Es ist gerade nicht so richtig motivierend, weil man eben auch jetzt nicht so einen festen Zeitplan hat. Wir haben da kein Datum. Also, es geht ja auch so allen Kulturinstitutionen, so allen Veranstaltungszentren so, dass man einfach nicht weiß, auf welchen Punkt man jetzt planen kann. Weil man wusste irgendwie, ab 1. Mai läuft es unter den und den Bedingungen, kann man sich darauf einstellen, aber so geht es eben gar nicht. Und das zieht so ein bisschen die Motivation. Ja, wir hoffen natürlich alle, dass es in Kürze soweit ist, dass wir auch irgendwie ein bisschen Planungssicherheit bekommen und wissen natürlich, wann es wieder losgeht, für wann kann man was planen. Und ich denke, im Moment ist alles runtergefahren. Im Moment haben alle auch ein bisschen gestoppt und gesagt, wir erholen uns jetzt eigentlich mal ein bisschen. So ist es nun mal. Das ist im Endeffekt auch ganz gut, dann zu sagen, wir warten ab, wie sich die Situation entwickelt, und nicht noch weiter zu planen und zu planen, sondern in dem Moment einmal auf die Bremse zu treten und zu sagen, okay, jetzt können wir sowieso nichts anderes machen. Denn ich glaube, dieses ständige Neuplan und Umplan ist auch etwas, was einen auf die Dauer natürlich dann ansonsten ausbremst und auch ausbrennt. Also da ist es sinnvoller, einmal abzuwarten, zu gucken, wie geht es dann später weiter und dann wieder mit neuer Kraft zu starten. Ja, also ich glaube auch, wir sind an dem Punkt. Also im Sommer haben wir immer noch viel geplant, und wir hatten auch jetzt beim zweiten Lockdown im November, wir hatten das Europäische Filmfestival. Das haben wir dann auch nochmal verschoben. Das war auch nochmal ein großer Aufwand, weil das für uns ganz klar ein Präsenz
Festival ist und kein Online-Festival. Das hat dann aber eben auch nicht geklappt. Also das heißt, das musste dann auch ausfallen. Man merkt einfach, dass durch diese Dinge eben, wenn man immer wieder plant, immer wieder umschiebt, dass das eben wirklich wahnsinnig viel Kraft kostet. Also wir haben natürlich jetzt auch einen Plan irgendwie für das, die Wiedereröffnung, weil eben unter den derzeitigen Bedingungen, es gibt ja immer noch die Abstandsregelung, wir auch sehen müssen, dass wir nicht das volle Programm fahren, weil das tatsächlich zu kostenintensiv ist. Und in 2 Monaten, in denen wir aufhatten, im September und Oktober, haben wir also mehr dazu bezahlen müssen, also größere Verlust gemacht, als wir jetzt tatsächlich im Lockdown machen. Also einfach wegen der intensiven Personalkosten, wenn man 2 Kinos betreibt, hat man einfach 2-mal Miete, man hat 2-mal Personal, man hat 2-mal die Filmprogramme, die dann eben auch teuer sind. Man kriegt dann durch den Eintritt irgendwie eigentlich die Kosten überhaupt nicht rein. Das ist dann eben auch ein bisschen schwierig. Deshalb, ja, wir haben so einen Startplan, aber wir wissen eben auch nicht, wann wir den umsetzen können. Ja, das wenige Publikum ist natürlich für alle im Moment ein großes Problem. Also das sehen wir auch als fördernde Institution, dass wir da dieses Jahr noch sehr stark mit finanzieren müssen, helfen müssen, damit alle Kulturinstitutionen auf den normalen Level wiederkommen. Nee. Gut, aber ich würde das jetzt hier zum Abschluss bringen und bedanke mich ganz herzlich für diese informativen Einblicke. Schön, dass das letztendlich alles doch dann, also zumindest im Change-Prozess, so gut und so schnell funktioniert hat und Sie so viele Dinge so erfolgreich umgesetzt haben. Und ich wünsche Ihnen natürlich jetzt für die nächste Phase einfach alles Gute, halten Sie durch. Ja, und toi, toi, toi. Jo, ganz herzlichen Dank.